Formel. Was bedeuten sie? Nimm deinen Bogen. Bogen? Und kein Murmeln ins Spielzeug. Wir gehen jetzt ins Tal. Komm mit. Die Wildnis kann gefährlich sein, Aloy. Du musst bei mir bleiben und tun, was ich sage. Ich weiß. Du bist immer noch zerschrammt vom Sturz gestern. Fangen wir damit an. Nimm diesen Medizinbeutel. Ich zeig dir, wie man ihn füllt. Siehst du die Pflanze hier drüben? Das ist ein Salbestrauch. Sammle seine Beeren in deinen Beutel. Gut. Jetzt isst die Beeren. Sie schmecken vielleicht bitter, aber sie können dein Leben retten. In deinem Beutel sollten immer heilende Beeren, Blumen und Pflanzen sein. Wo sind wir? Dieses Tal ist nur ein Teil von Urmutters Becken. Becken? Der Nora-Stamm hält hier Wache und wehrt die gefährlichsten Maschinen ab. Normalerweise. Flussabwärts ist eine Maschinenherde. Und ich werde dir zeigen, wie man jagt. Sind sie gefährlich? Alle Maschinen sind gefährlich. Man muss ihre Kraft respektieren. Aber ich bin bei dir. Das ist gut. Ich muss nämlich erstmal lernen, wie ich überhaupt irgendwas töten kann. Aloy, eine Maschine kommt. Runter und folge mir in das hohe Gras. Sag mir, wo sie ist. Ich habe sie doch nicht gesehen. Da. Bleib jetzt unten. Babys! Nein, Aloy. Solche Maschinen nennt man Wächter. Du musst ihrem Blick ausweichen, wenn du in der Wildnis überleben willst. Ich zeig's dir. Hör gut zu und tu, was ich tue. Halt still. Lass sie vorbeigehen. Bleib geduckt. Und folg mir über den Pfad ins hohe Gras. Sehen die uns da nicht? Oh, noch einer. Lass ihn vorbei. Da. Ich denke, wir wollen uns nicht bewegen. Lass doch mal stehen. Hier lang zurück. Je langsamer du dich bewegst, desto leiser bist du. Und geducktes Gehen ist leiser als aufrechtes. Okay. Warte auf ihn. Das war der letzte. Weiter geht's. Gut gemacht. Sie haben dich nicht bemerkt. Ja, ne? Ich bin gut. Bleib bei mir. Die Herde müsste vor uns sein. Aber guck mal, wenn ich doch hier so drin stehe, anstatt mich zu ducken, dann sieht mich doch auch keiner. Wer ist das? Ignoriere ihn. Warum ist er da oben? Das ist der Kleine gewesen, oder? Nee. Er lächelt uns zu. Tap! Komm nach Hause zurück! Tap! Wo bist du? Ignoriere ihn. Wir sind Ausgestoßene, er ist vom Stamm. Vielleicht mag er den Stamm nicht. Dann ist er ein Narr. Komm jetzt, suchen wir die Herde. Folgt mir. War da nicht ganz am Anfang, wo sie noch ein Baby war, ein ganz kleiner dabei? Ich weiß es nicht mehr. Oh, da hinten sind aber ganz viele von den Viechern.
das so gut ist, wenn wir da in die Richtung gehen? Ich folge dir mal. Da hinten da, ist doch was zum Einsammeln. Siehst du, diese nennt man Läufer. Ha! Rennt! Warum hast du sie verjagt? Um dir zu zeigen, dass manche Maschinen aufgeschreckt wegrennen, wenn sie dich sehen. Man muss sich ihnen heimlich nähern. Keine Sorge, wir holen sie weiter unten im Tal wieder ein. Du wirst sehen. Wie groß ist denn mein Beutel? Ich möchte und jetzt möchte ich, dass du eine Handvoll Steine sammelst. Warum? Tu, was ich sage, Aloy, und sammle die Steine. Ich zeige dir, wie man sie benutzt. Soll ich denen das Auge auswerfen? Folgt mir. Nein, nein, die reichen noch nicht. Ich muss noch mehr mitnehmen. Ich habe zwar keine Ahnung, wo das Maximum ist, aber ich sammle mal einfach alles ein, was hier rumliegt. Man weiß ja nie, wofür man es noch braucht. Was stand da gerade? Irgendwas mit heilender irgendwas. Ich habe jetzt heilender Stein auf die Schnelle gelesen, aber das wird wahrscheinlich nicht das gewesen sein, was da drin gestanden ist. Hör auf zu trödeln. Oh ja, ist ja gut. Ich bin ja schon auf dem Weg, Mann. Immer dieser Erwachsene. Aloy, hier drüben. Ja, wo ist denn? Ach so, da hinten. Oh, die können einen nicht einmal... Hör auf zu trödeln. Zeit gönnen, ja. Da ist die Herde. Okay. Werfen wir ein paar Steine. Aber Steine tun Maschinen nichts, oder? Nein, aber sie lenken sie ab, locken sie in Fallen. Wie der Wächter da drüben. Der muss da weg, sonst warnt er die Herde und sie flieht, bevor wir in Reichweite sind. Er warnt sie? Wie? Die Maschinen kommunizieren, Aloy. Wenn man sie nicht zum Schweigen bringt. Du bleibst hier an der Kante. Auf mein Signal wirfst du Steine und lockst den Wächter zu mir. Warte auf mein Signal. Da, wohin und wie? Wo ist er jetzt hin? Halt ihn nach unten gedrückt und mit dem Ablenkungsmanöver. Okay. Aloy, wirf einen Stein zu mir. Aber warum? Okay, den Teil habe ich verstanden. So, komm, jetzt ist es sicher. Muss ich jetzt wahrscheinlich oben rum, ne? Wollte mich jetzt irgendwie nicht da runterspringen lassen, habe ich so das Gefühl gehabt. Ist ja auch ein bisschen tief. Was ist denn das hier? Einholz, okay. Ja, wie gesagt, wir sammeln einfach alles ein. Ich bin das ja noch vom Primal gewohnt, dass man alles mitnehmen kann und sich damit irgendwelche Sachen bauen kann. Ich denke mal hier auch. Bei Tomb Raider war es ja auch nicht anders. Da musste man ja auch stellenweise Sachen zusammensuchen, um sich dann Bogen oder irgendwelche Sachen machen zu können. Plündere die Beute und ich zeig dir, wie man Pfeile macht. Alles, ja? Nimm die Zweige als Schaft und Metallscherben als Pfeilspitzen. Okay, das Waffenrad ist oben. Und jetzt? Und halte A gedrückt. Ach so, okay. Gut, dir wird es nie an Pfeilen mangeln, wenn du sie selbst herstellen kannst. Damit kann ich probieren sehen. Wir sie mal aus. Folgt mir. Soll ich jetzt auf die drauf schießen? Ich meine, hallo, das sind Metalldinger. Hier. Duck dich ins Gras und sei leise. Zeit für deine erste Beute, Aloy. Ein Läufer, eine schwächere Maschine. Aber auch schwache Maschinen können Jäger töten, wenn sie nachlässig sind. Du musst deine Beute kennen. Ihre Haut ist dick, aber sie haben auch einige Schwachstellen. Wie die Augen. Kennst du noch eine?
Ja, ich habe ihn gescannt, aber... Weibliche Maschine, Läufer, Körper... Keine Ahnung. Ich kann den markieren, aber ich habe keine Schwachstelle. Oder muss ich da... Ah, Schwäche. Okay, das ist wahrscheinlich dann... Schwäche. Okay. Der Behälter auf seinem Rücken. Ist das ein Schwachpunkt? Ja. Woher weißt du das? Das Gerät. Das Gerät weiß es. Das Spielzeug. Wohl kaum. Jetzt erledige den Läufer. Zieh aufs Auge oder auf den Behälter und roll aus dem Weg, wenn er angreift. Was ist denn das Auge? Das, was so leuchtet? Ich nehme lieber den Behälter. Kann ich allerdings... Kann ich aber sehr schwer einstellen hier gerade. Oh, Leute. Ich hätte vielleicht doch lieber mit der Tastatur spielen sollen. Ziele und mach deine Beute. Wie kann ich denn... Ah. Treffer! Weiter feuern! Wie kann ich weiter feuern? Der ist doch schon tot. Weiter feuern, hallo? Du warst gut heute. Ja, aber ne? Du hast noch viel zu lernen. Lass uns gehen. Wir machen morgen weiter. Was war das? Der Junge! Der auf den Kriegerpfann! Komm, Aloy, schnell! Nee. Ach so, keine Sprünge. Ah, okay. Das ist aber umständlich. Ich hab's immer gehasst, wenn man das reindrücken muss zum Sprinten. Vor allen Dingen drücke ich es jetzt rein und es passiert nichts. Wenn ich es jetzt nicht reindrücke. Okay, dann läuft die wirklich nicht allzu schnell. Okay. Warte, ich bin nicht so schnell. Der nimmt den Sprint wieder nicht an. Wir rollen einfach die ganze Zeit, dann sind wir schneller. Ich kann nichts tun. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Maschinen den Jungen sehen und töten. Wenn ich schieße, würde ich sie aufschrecken und sie würden ihn zertrampeln. Aber ich weiß, wo sie hinlaufen. Erzähl keine Märchen. Es stimmt, ich schleich mich durch. Das wirst du nicht. Ja. Aloy! Kein Bogen. Nicht gut. Rücken nach dem Scannen und das Wächter ist in seinem Patrouillenweg zu markieren. Okay. Die Frage ist, wo muss ich überhaupt hin? Da hinten ist der. Aber steht immer noch hier. Er geht wieder zurück, ja toll. Wenn die sich mal bewegen würde, käme ich vielleicht auch dahin, wo ich hin muss. Hallo? Sie dürfen mich nicht sehen. Ich
Ecke hinten, ne? Oh, Mädel, wenn du nur halbwegs deine ein bisschen mehr beschleunigen würdest, ne? Ich muss vorsichtig sein. Ja, das heißt aber nicht, dass du hier dich überhaupt nicht bewegen darfst. Also wir müssen wahrscheinlich hinten durchs Wasser, nehme ich mal an. So, das ist die Werbe. Da hinten ist noch einer. Ui, okay, das wird schwierig werden. Da können wir frühestens hin. Wenn der nach links geht. Das ist so scheiße. Mich hier. Das Problem ist, ich muss ja irgendwie da hinkommen. Ich muss sehen, wo sie hingehen. Ja, das tust du ja. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, wie nah ich da rangehen kann. Die ist so irrsinnig lahmarschig. Hinten läuft noch einer rum. Vielleicht noch ein bisschen weiter. Fast geschafft. Ist aber ein bisschen blöd auch hier von der Perspektive her. Es ruft, dass ich mich weiter wegstellen kann, weil man sieht hier überhaupt nichts. Ich weiß nicht, ob ich da hinten... Da hinten bin ich theoretisch geschützt. Ich kann jetzt noch gar nicht reden. Ich bin gerade sowas von angespannt hier. Da ist jetzt noch einer rum da hinten. Der liegt da hinten. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich denke mal, dass ich nur hier rüber da hinten komme. Also der läuft sowieso nur hin und her. Die Frage ist, der läuft hier so ein bisschen komisch hin und her. Wieso kann ich nicht...
ist er. Oh Gott. Was? Folge mir. Zeig an, wie viel Lärm du machst, okay? Wie gehst du ihnen aus dem Weg? Moment, wo sind... Ach so, da sind wir, okay. Komm mal mit nach hier. Bist du noch bei mir? Ja, du bist bei mir. Okay, perfekt. Wieso steht der Typ jetzt da hinten nur? Dreck mal das Holz mit. So. Der bewegt sich aktuell nicht. Komm mit mir mit. So, hier war doch noch einer. Aber der bewegt sich jetzt auch irgendwie nicht, okay. Also anscheinend ist das mit den Wegen wirklich nur auf dem Hinweg. Mit ein bisschen Glück. Ich weiß noch nicht genau, wo ich eigentlich hin muss. Hier musste ich doch ursprünglich... Ne, jetzt soll ich da hinten hin. Hä? Wieso soll ich jetzt da hinten hin? Moment. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Leute, ich denke, ich soll wieder zurückgehen mit dem. Der da hinten bewegt sich noch. Der irgendwie aber nicht. Keine Ahnung warum. Lassen wir mal mitgehen. So, jetzt sind wir hier. Und nun? Jetzt sind wir da hinten an dem anderen vorbei, oder wie? Da müssen wir ziehen, genau. Wie machst du das? Ich laufe einfach nur geradeaus. Nee, mal eben schauen. Der läuft dann da rum. Wie ist das möglich? Ah, ich glaube, wir warten hier lieber mal ab, bis der dann mal gedreht ist. Ich weiß nicht, ob wir das sonst zeitlich wirklich schaffen. Also wir müssen auf jeden Fall da in die Richtung. Nicht dahin, wo ich jetzt gedacht hatte, sondern da hinten. So. Und was ich mitbekommen habe, wir sind auf jeden Fall schneller, wenn wir nicht in dem Modus drin sind. So, folge mir, Junge. Ich weiß gerade nicht, wie du heißt. Irgendwas mit T, glaube ich. Ich weiß auch nicht, wie es lang geht. Also... Ist es kein Spielzeug? Warte. Urmutter beschütze sie. Beschütze euch beide. Sie... Junge!
rettete mich. Ich wollte nur... Junge! Sei jetzt ruhig! Sie sind Ausgestoßene, beide. Und sie ist mutterlos. Komm jetzt! Zurück nach Mutterherz! Und du? Der Junge hätte nicht mit uns reden dürfen. Das ist gegen das Gesetz. Gehen wir nach Hause. Komm mit. Ich kenne den Weg.